bin Enrico von Outdoor BW. Beim letzten Mal habe ich dir bereits gezeigt, wie du schnell und einfach einen leichten Wetterschutz aufbauen kannst mit dem Tarp. Heute geht es um einen weiteren Klassiker, also bleib dran! Dieses Mal zeige ich dir einen zeltähnlichen Aufbau, das sogenannte A-Frame. Diese Variante ist extrem vielseitig einsetzbar und kann sehr stabil abgespannt werden. Das ist besonders wichtig, wenn du mal bei schlechtem Wetter hier draußen bist, denn da reicht, wie schon im ersten Teil erklärt, das einfache Schrägdach nicht aus. Das schützt uns schließlich nur vor leichtem Wind und Regen. Jetzt brauchen wir aber was, was uns richtig schützt und von mehreren Seiten dicht hält, und genau da ist das A-Frame die richtige Wahl. Los geht's! Zuerst suchen wir also wieder einen geeigneten Lagerplatz. Ich habe jetzt hier eine schön ebene Fläche gefunden und wir befreien auch den Untergrund wieder von allem, was uns stören könnte. Nachdem wir jetzt das Tarp ausgebreitet haben, müssen wir natürlich noch eine Schnur spannen. Dazu machen wir wieder auf der einen Seite der Schnur unsere Schlaufe hinein. Und fixieren die erste Seite schon mal am Baum. Bei dieser Variante darf die Schnur nicht so hoch angebracht werden, so Hüfthöhe, das ist optimal. Schön festziehen und zur anderen Seite. Und auch auf dieser Seite wieder hüfthoch anbringen, nur dass wir hier wieder unseren Spannerknoten verwenden. 1, 2 mal rum, rüber und von oben nach unten. Fertig. Nachdem wir jetzt unser Seil schön straff gespannt haben, legen wir einfach das Tarp darüber. Und zwar genau so, dass wir links und rechts zwei gleich lange Schenkel haben. Um das Ganze jetzt noch zu fixieren, brauchen wir natürlich wieder genau, unsere Heringe. Beim letzten Mal habe ich dir ja gezeigt, dass es völlig ausreichend ist, so ein Stöckchen zu nehmen, das durch die Lasche am Tarp zu stecken und fertig. Nur haben wir diesmal ja eine Schlechtwettervariante und da sind die nicht so praktikabel. Wir machen uns richtige Zeltheringe. Und zwar habe ich diesmal Äste gesucht, die links und rechts noch so Abzweigungen haben. So kann hier die Öse nicht mehr rausrutschen und es wird richtig gut fixiert. Zudem habe ich sie leicht unten angespitzt, sodass wir sie besser in den Boden reinbekommen. Ja, und mit diesen Heringen ist auch gleich das Abspannen überhaupt kein Problem mehr.
Ja, und so haben wir uns ratzfatz einen Unterschlupf gebaut, der von zwei Seiten geschlossen ist und uns so vor Wind und Wetter schützt. Beim Schrägdach habe ich dir ja auch die Variante mit zwei einzelnen Schnüren gezeigt. Dasselbe funktioniert hier natürlich auch. Nur, dass wir nicht die Ecken abspannen, sondern wir suchen uns die Mitte des Tarps, fixieren da wieder unsere Schnur. Und machen das Ganze mit dem Klemmknoten am Baum wieder fest. So, auch hier wieder um den Baum herum. Das Ganze wieder so zwischen Hüfthöhe und Bauchnabel. Klemmknoten anbringen. Schön feste anziehen. Perfekt. Auf zur anderen Seite. Auch hier fixieren wir in der Mitte des Tarps unser Seil. Und das Ganze am Baum. Wenn wir unsere Schnur am Tarp und am Baum fixiert haben, das Ganze wieder auf Spannung bringen. Und wieder alle vier Seiten abspannen. Du siehst, auch mit dieser Variante geht das ohne Probleme. Ja, zum Liegen hat man hier richtig schön viel Platz. Jetzt allerdings, wenn ich sitze, man sieht schon, es ist nicht allzu viel Platz, aber dafür gibt es eine ganz einfache Variante, wie wir das ändern können, indem wir einfach eine Seite, jetzt vor allem wenn schönes Wetter ist, hochklappen, so haben wir mehr Sicht nach draußen, sind trotzdem mit einem schönen Dach geschützt, haben auf der Rückseite unser Schrägdach. Und das zeige ich dir jetzt. Und alles, was wir dazu brauchen, sind zwei mindestens hüfthohe Stöcke, zwei Heringe und nochmal zwei Stück Seil. Als nächstes entfernen wir auf einer Längsseite die Heringe, nehmen die nun freie Ecke und fixieren diese mit unserem Seil. So. Und das Ganze natürlich auf der anderen Seite. Nachdem wir jetzt beide Ecken mit der Schnur verbunden haben, nehmen wir unseren Stock, spannen diese in die Schlaufe und spannen das Ganze mit dem Seil ab.
Was ich sehr gerne noch mache als Vorbereitung, ich schnitze hier immer so eine Kerbe rein, damit ich das wunderbar in die Lasche einhängen kann, ohne dass was rausfällt. Ja, und so habe ich jetzt hier eine riesengroße Fläche. Ich habe perfekte Sicht nach draußen. Wenn das Wetter schlecht wird, spanne ich mir einfach die Seite wieder ab. Genial, oder? Bewährt hat sich das A-Frame auch, wenn du mit einer Hängematte unterwegs bist. Dazu wird das Ganze einfach nur höher abgespannt. An jede Ecke kommt ein Seil und das Ganze wird mit Heringen am Boden fixiert. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Dazu lösen wir einfach nur unseren Spannknoten und ziehen das Ganze weiter nach oben. Und auch auf der zweiten Seite alles schön hochhängen. Ich mache es meistens so leicht über Kopfniveau. Hier empfiehlt es sich, auf beiden Seiten den Spannerknoten anzubringen, denn so kriegen wir das Ganze viel besser gespannt. So, jetzt noch alle vier Ecken abspannen, fertig. Das Tarp habe ich jetzt schön hoch abgehängt, alle vier Eckpunkte am Boden fixiert. Jetzt hänge ich noch schnell die Hängematte auf und dann gibt es ein kleines Päuschen, würde ich sagen.